Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit oder mir die Gelegenheit geben, zu erklären und darzustellen, wo wir heute stehen. Ich war ja schon mehrmals auch bei der AGMB. Und bei uns stehen ja spannende Zeiten ins Haus. Das werden Sie sicher alle sehr gut verfolgen. Und zwar stehen wir in der Mitte der Evaluierung für die Leibniz-Aufnahme. Und deshalb der Kurzvortrag hier geht genau über dieses Thema, über die Vorgehensweise in der Evaluierung. Dann hier, das ist natürlich der Auslöser, um dann Veränderungen zu erzielen und zu erreichen und zu entwickeln. Und hier haben wir eine Strategie entwickelt, die werde ich vorstellen. Und dann als Schlussergebnis dann, wie die Umsetzung erfolgt und was für Ergebnisse sich daraus ergeben. Man kann ja sehen, dass die Strategie von 2020 bis 2025 ist. Also wir sind schon mitten in der Zeit, in der wir sie auch nutzen und einsetzen. Hier bei der die Evaluierung, das ist der Zeitstrahl. Ich werde jetzt hier nicht auf alle drei, auf alle Inhalte eingehen. Wir sind jetzt hier gerade zum Zeitpunkt September 2021. Wir haben schon hinter uns, dass wir von dem Leibniz, von dem SAS-Ausschuss bewertet worden sind. Da haben wir schon die erste Stufe der Evaluierung durchgeführt. Das ist gut gelaufen. Dort haben wir uns sehr gut präsentieren können, auch mit einer sehr guten Integration zwischen den forscherischen und den institutionellen Aufgaben. Und wir stehen jetzt vor der zweiten und der endgültigen Phase. Das ist die Bewertung durch den Wissenschaftsrat. Die ist natürlich etwas anders gestaltet. Dort wird auf wissenschaftliche Qualität Wert gelegt, überregionale Bedeutung, strukturelle Relevanz. Und darauf bereiten wir uns gerade vor. Und die Inhalte, die ich hier vorstellen werde, sind alles Inhalte, die dort auch zur Sprache kommen werden. Wir haben in der ersten Evaluation drei Rollen vorgestellt und auch zeigen können, wie wir Infrastruktur und Forschung zusammenbringen. Hier ist eine Übersicht über die Strategie. Ich gehe hier von links nach rechts vor. Teile werden davon, denke ich mal, bekannt sein. Unsere Vision ist, dass wir Forschung und Infrastruktur zusammenbringen und damit dann für Mensch und Umwelt Informationen anbieten, aber auch die Infrastruktur anbieten. Und bei der Umsetzung haben wir uns fünf Leitlinien herausgearbeitet, die man hier in der Mitte sieht, in der Mission. Eine Leitlinie ist der Zugang zur Information. Das heißt, wir treten hier weiterhin als Anbieter von Informationen auf. Dann die zweite Leitlinie besagt, dass wir Open Science und Fair Data unterstützen. Also hier treten wir als eine Organisation auf oder ein Institut auf, das nach den Prinzipien von Open Science und Fair arbeitet und die auch in die Community hineintragen. Dann zwei weitere Punkte ein weiterer Punkt nennen wir Data Science. Dort werden Datenanalysen unterstützt. Das kommt tatsächlich neu. Das ist neu etabliert bei ZBMed. Dort kommen neue Inhalte rein. Dort kommt sehr viel Forschung herein. Dort setzen wir uns mit den Daten auseinander, die wir auch selber anbieten und setzen uns mit den Methoden auseinander und entwickeln auch eigene Lösungen. Und ein weiterer Punkt ist die Vermittlung von Wissen und Kompetenz. Also hier treten wir dann als ein Institut auf, was dann auch diese Inhalte um die Daten, um die Informationsvermittlung, um die Plattformen, um die Analyse von Daten auch aktiv weitervermitteln. Das erfolgt in allen Bereichen von ZBMed. Und der letzte Punkt nennen wir Forschen und Vernetzen. Hier geht es darum, dass wir uns auch auch in den entsprechenden Gruppierungen und Netzen einbringen, dass wir auch unsere Kompetenzen vermitteln und dann auch in Zusammenarbeit neue Ergebnisse sammeln, dass wir praktisch die Erfahrungen aus den Netzwerken mitnehmen, in unsere eigenen Lösungen integrieren, aber dann umgekehrt auch wieder unsere Inhalte weiterentwickeln. Man kann jetzt sagen, das sind fünf Leitlinien, die sich auch in vielen Instituten wiederfinden. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich dann auch unsere Jahresziele und unsere Maßnahmen nach diesen Leitlinien ausrichten und die dann entsprechend auch in unseren eigenen institutionellen Dokumenten weiterführen. Dadurch bekommen wir eine sehr dichte Koppelung zwischen dem, was wir in den verschiedenen Programmbereichen machen und dem, wie wir das umsetzen und dem, was wir dann als Jahresergebnis auch weiterentwickeln.
Das Ergebnis ist, dass wir die Informationen und das Wissen für die Lebenswissenschaften zusammenbringen. Das ist ein Ziel, wo wir schauen, dass wir als kompetente Partner dann die verschiedenen Inhalte in den Lebenswissenschaften miteinander verschränken können. Das sind zum Beispiel Literatur- und Forschungsdaten. Und jeder, ich glaube, viele von Ihnen werden mitbekommen haben, dass wir gerade auch im Bereich der nationalen Forschungsdateninitiative sehr aktiv sind und dort dann auch verschiedene NFDI-Vorhaben mit betreuen, zwei sogar leiten, eins ist das NFDI for Health und eins ist NFDI for Mikrobiota. Aber wir sind auch noch in NFDI for Biodiversity und in dem NFDI für Data Science sehr aktiv. Wir haben noch eine andere Sichtweise zu diesen Leitlinien. Und zwar ist das eine Sichtweise, die den Forschungskreislauf betrifft. Dort finden sich die gleichen Themen wieder, die sich in unseren Leitlinien formuliert wurden. Und wenn man diesen Forschungskreislauf betrachtet, dann richten sich unsere Angebote oder IT-Lösungen so aus, dass wir versuchen, möglichst gut die Forschenden zu unterstützen. Und wenn man sich den Forschungskreislauf genauer anschaut, dann gibt es zum einen die Forschungsplanung, in dem der Zugriff auf Informationen notwendig ist. Und dann kommt der experimentelle Teil, in dem dann die Daten aus den Experimenten erzeugt werden. Aber schon bei der Planung von der Datenerzeugung spielen Metadaten mit eine Rolle. Dort wird dann praktisch geklärt oder wird in die Planung mit einbezogen, wie die Daten dann später mal angeboten werden. Wenn die Daten dann erhoben werden, dann bieten wir auch Datenanalyse an oder unterstützen Forschende in der Datenanalyse oder machen auch unsere eigenen Erfahrungen in der Forschung und in der Entwicklung von neuen Datenanalysemethoden. Das führt dann zu den Erkenntnissen und zu den Ergebnissen, die natürlich in einer standardisierten Form möglichst open und fair wieder angeboten werden sollen. Und dann nach einer Qualitätssicherung, wo die Daten und auch die Literatur standardisiert wird, entsprechend publiziert und angeboten werden. Es gibt Schwerpunktthemen, wo wir natürlich besonders aktiv sind. Das sind dann wo wir auch in der Forschung sehr aktiv sind. Das sind natürlich medizinische Daten, klinische Daten, epidemiologische Daten, aber auch Daten im Bereich der Mikrobiomforschung oder um mikrobielle Bioinformatik und in vergleichbaren Bereichen. Also das ist das große Bild, was sich aus der Strategie ergibt und was praktisch als Inhalt dann sich in unsere eigene Vorgehensweise, auch in unsere Produkte und Lösungen hinein entwickelt. Und hier ist noch ein etwas anderer Blick auf die gleichen Leitlinien. In der Mitte sind die gleichen Leitlinien dargestellt. Und wir sehen uns für die Leitlinien Zugang zu Informationen und Open und Fair Daten sehen wir uns als Versorger. Das ist eine Rolle, in der wir sagen, wir bieten die Daten an, wir sorgen dafür, dass sie standardisiert sind, wir sorgen dafür, dass sie interoperabel sind. Als zweites treten wir in einer Rolle auf, die wir Digital Enabler nennen. Was heißt, wir fördern digitale Infrastrukturen. Und diese Förderung von digitalen Infrastrukturen bedeutet, dass wir auf der einen Seite dann selber Datenanalysemethoden entwickeln, aber dass wir auf der anderen Seite auch die Kompetenzen darum anbieten und vermitteln, zum Beispiel über Kartentrees oder Workshops oder Trainings. Und der letzte Punkt ist Multiplikator. Das ist der Bereich, in dem wir auch selber in Netzwerken aktiv sind und dann schauen, dass wir entsprechende Methoden fördern, einbringen und mit der Community zusammenarbeiten, um die dann weiterzuentwickeln. Hier ist schon meine vorletzte Folie. Hier stellt sich die Frage, wie wird das organisatorisch umgestellt? Hier ist ein Blick in ZBMed hinein und zeigt, welche Themen konkret entwickelt werden. Und ich schaue mal hier auf den orangenen Block. Das ist der ZBMed, so wie Sie es in der Vergangenheit kennen, darstellt. Und hier arbeiten wir an Infrastrukturen und forschen in Bereichen wie semantische Technologien. Wir stellen zum Beispiel den deutschen Mesh an. Wir arbeiten an Methoden wie Information Retrieval um die Vivo herum. Wir arbeiten an Methoden von Wissensmanagement, um dann neue Inhalte aufzubereiten und anzubieten. Und entwickeln natürlich insgesamt IT-Lösungen für Open Science, Plattformen, Lösungen, in denen die Daten angeboten werden.
Der Teil, um den sich ZDMed bei einer Wiederaufnahme in Leibniz erweitern würde, ist das Bielefelder Institut für Bioinformatik Infrastruktur. Und hier ergänzen wir uns über Methoden des Cloud Computings. Wir haben hier zwar bei ZDMed auch schon Lösungen im Bereich Cloud Computing, aber Bibi hat noch sehr viel extensivere Expertise. Weiterhin hat Bibi einen Schwerpunkt im Bereich analytischer Services und Service Science. Hier werden Lösungen für die Bioinformatik nicht nur entwickelt, sondern wirklich auch vorbereitet, um sie in einem Cloud Computing dann in der Öffentlichkeit den Forschenden zur Verfügung zu stellen. Das sind sehr extensive Dienste, die um die extensiven Daten herum angeboten werden. Und dann noch einen Schwerpunkt in mikrobieller Bioinformatik. Das teilen wir, aber Bibi hat noch sehr viel mehr Erfahrung als wir in dem Bereich. Und in unserer strategischen Allianz, also wenn wir dann 2024, wenn wir bei Leibniz erfolgreich sein sollten und dann uns weiterentwickeln können über das Jahr 2024 hinaus, dann bestehen bis dahin schon Dienste für die NFDI-Vorhaben, Plattformen für Fair Daten, bioinformatische Lösungen und insbesondere arbeiten wir mit Bibi zusammen an der Graduierten Schule für Digital Infrastructure for the Life Sciences, DILS. Und das wäre schon der Überblick. ZDMed Bibi bildet hier ein Institut für digitale Lebenswissenschaften für Mensch und Umwelt. Wir bringen die Daten zusammen, aber auch die analytischen Methoden und die Infrastruktur, um sowohl die Daten und Literatur anzubieten, als auch entsprechende analytische Methoden anzubieten.